Grüß Gott, liebe Zuseher, unsere Vorzeigefamilie hat ihr 200 Jahre altes Bauernhaus liebevoll renoviert und ist mittlerweile eingezogen. Die helle Wohnküche ist auch hier wie früher der Raum, in dem sich das Leben der Familie abspielt. Und für diese Wohnküche hat sie sich einen Kachelherd gewünscht. Als Quelle für gutes Essen, gesunde Wärme und ein gutes Lebensgefühl. Ja, wir sind jetzt da in einem alten Bauernhaus, das ist 200 Jahre alt. Da haben wir ein kleines Raumwunder geschaffen. Wir haben wenig Platz gehabt, wenig Platz zur Verfügung. Wir haben die Abstände zur Küche einhalten wollen, was wir da auch geschafft haben. Die Vorgabe von unserem Kunden war das, er hätte gerne ein Backrohr und eine Kochfläche natürlich. Und der Sesselaufbau soll einfach langanhaltende Wärme haben, bis nächsten Tag in der Früh war der Wunsch. Wir sind da mit dem Sessel von hinten von der Wand ein bisschen weggegangen, damit wir die Abstrahlfläche und die Heizleistung nur mal erhöhen. Wirkt auch nicht mehr so groß dann, wirkt ein bisschen kleiner, was auch der Wunsch war. Die Ausführung von den Herdteilen ist von der Firma Gast. Die Ausführung Schmiedeplank, das ist eine Handarbeitsausführung. Und da oben haben wir jetzt das Backfach herin. Man sieht auch schon, wie man drin die Bratäpfel machen kann. Man riecht es auch schon. Die lassen wir jetzt mal am besten gleich noch drin. Dann haben wir die Schutzstange umlaufend. Das ist auch immer ganz praktisch, weil man sie weniger verbrennt. Dann haben wir unten den Holzwagen, der läuft auf Teleskopschienen. Also der läuft nicht am Boden, sondern schwebt auf Schienen. So, da sehen wir jetzt schon, was man da für gute Sachen machen kann auf dem Herd. Die Kochplatte und der Herdkranz außen hat wieder verschiedene Kochzonen, verschiedene Temperaturen. Ich kann den ein bisschen weiter rausstellen oder ich kann es ein bisschen weiter rüber geben, je nachdem wie ich die Temperatur brauche. An der Rückseite haben wir noch einen Spritzschutz angebracht, damit die Wand nicht verschmutzt. Die Herdstange läuft da dann genauso umlaufend weiter. Ganz hier unten haben wir den Aschekasten, unten zum Reinigen oder zum Entleeren der Asche. Integriert ist da der Luftschieber, wo ich die Verbrennungsluft regulieren kann. Und oben habe ich die Heiztüre, wo ich wirklich schöne lange Scheitel reinbringe. Deswegen haben wir die Heizstelle auf dieser Seite gewählt, weil wir von der anderen Seite von vorn her einfach nur kurze Scheitel reingebracht hätten. Und das wollte der Kunde nicht so gern. Ansonsten kann ich sagen, ist das Ganze eine runde Sache geworden. Der Kunde ist sehr zufrieden, es passt genau in das Häusl rein, ist eine wunderschöne Sache. Bevor ich es vergieße, besonders schön ist jetzt bei der Herdanlage auch noch, dass wir handgemachte Kacheln nicht mehr haben können. Das ermöglicht uns da einen umlaufenden Rahmen, der wo über das Backrohr drüber geht. Das Backrohr ist ja, wie schon erwähnt, von der Firma Gast genauso eine Sonderlösung, eine Sonderanfertigung. Man sieht bei dem Kachelherd, dass er von oben bis unten individuell geplant ist und individuell gebaut. Eine komplett handwerkliche Leistung rundum und um. Und so kann es rund um unser Bauernhaus hier im Ruperti-Winkel Winter sein. Weil Holz haben wir genug und auf so einen Kachelherd ist auch Verlass.